heute mal das Thema, wie finde ich die Liebe? Wir haben ja jetzt, aber da kommt noch mal mehr zu. Gibt es ja jetzt T-Shirts, nice geiles Leben, Liebeschip-T-Shirts auf liebeschip.de im Store. Machen wir in Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen. Ich sagte aber noch mehr zu, wir wollten auch was spenden, ungefähr so 20% sind erstmal geplant vom Verkaufspreis. Und genau, aber ich sag's da nochmal mehr zu, sind aber schon im Prinzip erhältlich. Genau. Und ansonsten, Selbstliebe, also passend heute zum Thema, muss man sagen, Selbstliebe-Challenge geht bald los am 1. Mai. Gut, heute, ich hoffe, ich bringe das so einigermaßen rüber. Also, das Problem ist, wie finde ich die Liebe, ist ja eine Sache, die wir so traditionell versuchen, im Außen zu lösen, über Dating sozusagen, ne? Also, dann ist ja so die Idee, ich finde die Liebe innerhalb einer, also die Liebe ist gleich romantische Liebesbeziehung, was schon mal falsch ist, aber, und finde diese Liebe dann, indem ich halt mich verliebe in jemand und dann haben wir halt so eine, wie im Fernsehen, so eine romantische Liebesbeziehung und da finde ich die Liebe sozusagen. Und das funktioniert ja scheinbar oft nicht, manchmal vielleicht schon, aber funktioniert eben oft nicht. Was man sich jetzt klar machen muss, ist meine Erfahrung, ist mein Teaching auf jeden Fall, dass es immer von innen nach außen geht. So, ne? Das heißt, wenn ich jetzt aufgrund mangelndem Urvertrauen, mangelndem Geliebtwerden in der Kindheit, Probleme im inneren Kind und auch noch Sachen, die dann danach passiert sind, wenn ich mit so einem Mangel rumlaufe, ein Mangel an Selbstliebe ist es ja letztlich auch, aber also auch ein Mangel von, an angereicherter Liebe in mir sozusagen, ne? Dann ist das mein Anziehungspunkt und mit dem gehe ich dann nach draußen und date. So, und da spiegelt, also dann finde ich halt den gleichen Mangel, das heißt den Mangel, den ich in mir habe, finde ich dann unter Umständen beim Daten bei Leuten, die genauso sind, ne? Also auch nicht besser und nicht schlechter, genauso im Mangel sind. Aber unter Umständen in einer anderen Ausrichtung, ne? Während ich vielleicht eher im Pluspol co-abhängig, treffe ich dann vielleicht auf einen Minusmangel. Egozentrisch, weiß ich nicht. So. Und das macht es halt so schwierig, so, ne? Und wie kann man das angehen? Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir lernen dürfen zu merken, dass die Liebe eigentlich schon immer da war, dass sie schon immer in uns ist. Also ich bin überzeugt, wir sind letztlich alle aus Liebe gemacht, sozusagen. Nur das haben wir vergessen, das sehen wir nicht mehr. Und da sind wir auch innerlich von abgeschnitten, sozusagen, ne? Und dieses Abgeschnitten kann man aber insbesondere in den heutigen Zeiten, gibt es immer mehr Chancen, das anzugehen und durch Arbeit mit sich, durch Meditieren, durch auch solche Sachen wie eine Selbstliebe-Challenge, durch in sich reinhorchen, sich mit sich beschäftigen, meinetwegen auch, was weiß ich, sich mit höheren Dingen, was auch immer für dich das ist, beschäftigen, kann man tatsächlich nach und nach so ganz langsam merken, oh, da ist ja ein Quell in mir irgendwie so, ne? Es gibt ja eine Liebe, die zugänglich ist, ohne dass ich rausgehen muss zum Daten sozusagen, ne? Oder dass ich überhaupt rausgehen muss, ne? Also trotzdem sind wir Herdentiere, soll man machen, soll einen Partner suchen, alles gut. Social Distancing ist krass für uns Menschen, glaube ich. Aber trotzdem gibt es einen Zugang in sich selbst und es gibt da vielleicht ein Erfahren von, hey, ich bin ja, eigentlich bin ich immer geliebt, total geliebt vom Universum, von noch was immer du glaubst, irgendwie bin ich schon immer geliebt so, ne, und werde auch immer geliebt. Und jetzt könnte man vielleicht denken, ja, was habe ich denn davon? Ja, da habe ich eine ganze Menge von, weil es geht immer von innen nach außen so, ne? Und das ist eine Sache, also ich finde es, also ich kriege da so ganz langsam so eine Idee davon irgendwie, finde es aber auch noch schwierig. Gelingt mir aber schon ab und zu durchaus mal zu merken, hey, da gibt es ja so einen Quell innen drin irgendwie.
So, und wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt mal gelingt, ab und zu und dann vielleicht öfter, so in diesem Quell zu sein und mit diesem Quell nach außen zu gehen und dann sozusagen zu geben aus diesem Quell, also aus diesem Überfluss, den ich vielleicht in diesem Moment nur habe irgendwie, zu geben, wem auch immer, eurem Date, irgendjemand, den ihr trefft auf der Straße, den Nachbarn, ich weiß nicht was, zu geben. So, ratet mal, zu wem das wieder zurückkommt. Das kommt, das ist, also ihr gebt irgendwas ohne Erwartung, ohne Aufrechnen oder so. Und trotzdem ratet mal, zu wem das wieder zurückkommt. Das kommt irgendwie zu euch zurück. So, und vielleicht so, und ich denke sogar mehr, als ihr ausgesandt habt, so letztlich. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich vielleicht aufgrund von Schmerzerfahrung, Fehlprogrammierung im Liebeship, ja, sozusagen Wut und Hass aussende nach draußen und wie gesagt, ohne jede, ich bewerte das nicht, ich will das nicht mehr bewerten, irgendwie jeder macht, was ihm gerade möglich ist zu einem gewissen Zeitpunkt. Also wenn ich das nach außen gebe und damit jemand treffen will, was meint ihr wohl, wen das letztlich trifft? Also den anderen vielleicht auch, aber es geht vor allen Dingen auch, das kommt zu einem zurück irgendwie so, ne? Und weil das so ist, denke ich auch, man fährt wirklich gut daran, Leuten immer wieder zu verzeihen, auch wenn man sie nicht mehr im Leben haben will, immer wieder zu denken, okay, der, die hat es nicht besser gewusst, weil wenn du Menschen nicht verzeihst, bleibst du in diesen Emotionen von Unglück, Wut, Angst, Depression, Resignation hängen, dann hast du deine Schwingung niedrig und dann fällt es wieder schwer, wenn du nicht in eine hohe Schwingung kommst, fällt es wieder schwer, diesen inneren Quell zu finden, sozusagen. Deswegen, also mach immer das, was sich besser anfühlt, letztlich so, ne, in deinem Innern, ne? Und ich denke, Menschen, also natürlich meint man vielleicht manchmal, Wut und Zorn wird sich gut anfühlen, weil der, da so in diesem Schmerzkörper zu sein, hat auch irgendwie so einen Thrill irgendwie, aber letztlich ist es nicht gut für die Seele so, ne? Letztlich für die Seele ist es besser, irgendwie Leuten schnell zu verzeihen, nachsichtig zu sein, was nicht heißt, dass man nicht glasklare Grenzen setzen soll und sagen soll, ja, mach mal, aber nicht mehr in meinem Leben und ich verzeihe dir das über die Ferne oder so oder klar, oder wenn jemand wieder auf einen zukommt, kann man natürlich nochmal gucken, hat sich das jetzt geändert und was weiß ich, kann wieder die Hand reichen, aber also auf eine schlaue Art, in der Gewahrsein, in der Selbstliebe, dass ich mich nicht weiter durch den Kakao ziehen lassen werde, so, ne? Also insofern glaube ich tatsächlich, dass sozusagen aus Liebe in mir, Selbstliebe, da kann es sozusagen nach außen quellen, die Liebe zu anderen und da kann es auch wieder zurückkommen. Wenn ich immer mit so einem Gefühl nach außen gehe, ich muss andere erst überzeugen davon, dass sie mich mögen, ich muss andere überzeugen, dass sie mich lieben. Ich gehe mit so einem Mangel nach draußen, das ist schwierig, weil wir Menschen sind nicht perfekt und dann gehst du nach draußen und dann bekommst du, ja, vielleicht datest du jemanden und bekommst irgendwie eine Zuneigung und eine Liebe und vielleicht ist, und das kann auch ganz viel sein, ne? Aber oft ist es eben auch so ein Misch aus Zuwendung und eben Nicht-Zuwendung und vielleicht manipuliert werden, Lügen, ich weiß nicht was. Und woran liegt das? Es liegt nicht an dir. So, weil andere Menschen machen, was sie machen. So, ne? Genau wie du auch machst, was du machst, irgendwie. Und es hat nichts mit dir zu tun, wenn jemand anders so ambivalent und schräg auf dich zukommt. Womit hat das zu tun? Mit dem, weil der auch irgendwo strauchelt und strampelt und das heißt nicht, dass du den retten kannst oder musst. Also man kann letztlich niemand retten, man kann nur selber an sich arbeiten und versuchen, was schon echt schwierig genug ist, ein gutes Beispiel vorzuleben, aber man sieht da selber man seine eigenen Balken teilweise nicht. Also es sind wirklich schwer genug irgendwie, ne? Und aber da kann man vielleicht hoffen, ein Beispiel zu sein oder eine gute Energie in die Welt reinzugeben, was dann irgendwie wieder zu einem zurückkommt. Aber ihr könnt niemanden retten, wenn jemand unbedingt sein Ding weitermachen will,
und will das weitermachen, so, ne? Das gilt für jeden. Und, aber es hat nichts mit dir zu tun, wenn jemand so komisch auf dich zugeht. Irgendwie, es hat damit zu tun, dass er auch irgendwie versucht, klarzukommen und vielleicht auch die Liebe im Außen sucht und auch frustriert ist, dass er sie vielleicht manchmal da nicht findet. Und es ist jetzt nicht so, dass es nicht auch letztlich nicht auch unbedingte Liebe gibt zwischen Menschen. Natürlich gibt es das so, ne? Aber es ist schwer zu finden, wenn, oder auch schwer zu fühlen, wenn man selber innerlich an einem schwierigen Punkt ist und noch so zu sehr im Schmerzkörper ist. So. Okay, macht das irgendwie Sinn, was ich gesagt habe? Ich hoffe es. Und genau. Guck gerne mal in die Selbstliebe-Challenge rein. Das ist echt ein super Start auch. Geht am ersten Mal los. Das ist so die Basic jetzt wieder, der Klassiker. Haben schon echt viele Leute gemacht. Und mir